Guten Tag, mein Name ist Andreas G. von Two Leadership. Wir begleiten Unternehmen in Veränderungsprozessen. Auch wenn Veränderungsprozesse erzwungen sind, so wie wir sie im Moment gerade in der Corona-Krise erleben, spielt die Kultur, vor allem eine Kultur des Vertrauens und der Kooperation, eine ganz entscheidende Rolle. Dazu hören wir jetzt Dorette König, Geschäftsführerin des ADAC Berlin-Brandenburg. Frau König, Sie haben sich, bevor es um Krise ging und alles, in Ihrem Unternehmen sehr intensiv um das Thema Vertrauenskultur und Kooperationskultur bemüht und haben da einige Maßnahmen ergriffen. Können Sie mir einen Satz dazu sagen, was Sie glauben, wie sich das auswirkt auf diese, ich sage mal, doch außergewöhnliche Belastungssituation für die Organisation? Also bei besonderen Herausforderungen, bei sich verändernden Rahmenbedingungen, bedarf es eines gewissen Grundvertrauens im Miteinander. Und wenn man vorher natürlich nicht investiert hat in eine Kooperationskultur, die natürlich auch Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen voraussetzt, dann ist es natürlich vergleichsweise schwieriger, jetzt im Zuge eines neuen Formates, neuer Arbeitsherausforderungen, sich auf diese Themen einzulassen. Natürlich ist es trotzdem so, dass man auch jetzt feststellt, dass nicht alle Kollegen gleichermaßen mit den Herausforderungen umgehen. Aber wir sehen, dass sich wirklich Kooperation, Vertrauenskultur gerade in Herausforderungen oder neuen Rahmenbedingungen für die Arbeit sehr auszahlen. Spannend. Kooperationskultur ist ja nichts, was einfach so vom Himmel fällt, sondern das ist eine Strategie, kann man ja fast sagen, die es konkret mit Instrumenten, die wir ja auch zur Verfügung stellen, gemeinsam mit Kottmann, in einem Unternehmen gezielt gefördert werden können. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist, wenn Sie eine Kooperationskultur haben, sind die Rahmenbedingungen, auch wenn sie sich massiv oder erzwungen verändern, so wie wir es im Moment gerade erleben, leichter zu bewältigen. Das möchte ich in jedem Fall unterstützen. Wir haben ja jetzt schon zweimal eine Kooperationsmessung im Führungskräfteteam gemacht und jedes Mal einen Input auch bekommen für die Weiterentwicklung. Und hatten gerade im September letzten Jahres, bevor wir das Office 365 mit den neuen Themen der digitalen Transformation ausgerollt haben, da auch einige Hausaufgaben gemacht. Und ich sehe jetzt also wirklich, dass wir gezwungen waren, jetzt doch sehr viel stärker in die Umsetzung zu gehen und dass das richtig gut gelingt. Und ich bin davon begeistert, weil meine Arbeitsorganisation wird sich, also davon bin ich überzeugt, nachhaltig durch diesen Mix der unterschiedlichen Möglichkeiten auch ändern. Und vielleicht noch ein Aspekt, ich arbeite selber auch sehr gerne im Homeoffice und ich stelle fest, dass die Kollegen, die meisten jedenfalls, eine ganz andere Beziehung dazu finden, diesen Mix, diese Flexibilität entsprechend der persönlichen Rahmenbedingungen und die Bereitschaft auch des Unternehmens, sich darauf einzulassen. Und dass es auch gar nicht schlimm ist, dass man eben dann abends oder vielleicht ein Kind noch im Hintergrund oder mal einer aus Versehen die Tür aufmacht und reinschaut, dass das überhaupt nicht schlimm ist, sondern letztendlich eher Möglichkeiten bietet, dass die Arbeit und Familie und die persönlichen Rahmenbedingungen miteinander zu verbinden. Und ich stelle fest, dass viele Kollegen sehr gut drauf sind. Und wir davon profitieren, dass wir jetzt so viel Neues ausprobieren und testen und miteinander auch erleben, wie jeder damit umgeht und wächst dabei, auch wächst mit den Herausforderungen. Ich auch. Wir haben ja als Mission Statement, dass die Essenz von Führung bedeutet, Richtung zu geben und Raum zu schaffen für Kooperation, Veränderungsfähigkeit und die persönliche Entwicklung der beteiligten Mitarbeitenden. Nach dem, was Sie mir gerade so gesagt haben, leben Sie diese Essenz und erleben dadurch, so wie ich Sie jetzt auch gerade wahrnehme, viel Positives auch für Ihr Unternehmen und für Ihre Verantwortung in Ihrem Unternehmen. Welchen Impuls wollen Sie denn so zum Abschluss all den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen der Organisationen, die ja allesamt auch versuchen, da durchzunavigieren, was wollen Sie denen so als konkreten Rat oder konkreten Impuls noch mitgeben? Trauen Sie sich, sich auf Neues einzulassen und das Format auch einer Videokonferenz fest in Ihren Arbeitsalltag einzubauen. Damit werden Sie schneller und besser erreichbar sein für Ihre Mitarbeiter. Und das wird sehr anerkannt, dass man als
Chef mit gutem Beispiel vorangeht und auch auf die individuellen Bedürfnisse der Arbeitszeitplanung der Mitarbeiter dann reagieren kann. Danke Ihnen herzlich für das Gespräch.